Yo Leute, was geht ab? Ich bin jetzt hier vorm Gym. Ich warte noch auf zwei Homies, Freunde. Wie ihr seht, ich war beim Friseur. Wie immer, nichts Spektakuläres. Hier habe ich meinen Monster-Muttermal, wo ich immer zum Glück den richtigen Friseur gefunden habe, weil bei jedem anderen gehe ich hin. Und dann immer, wenn die an die Seiten gehen, ich sage das denen immer noch fünfmal, ey, pass auf, ich habe deinen riesen Muttermal, Alter. Bitte pass auf, dass nicht gleich mit den Haaren auf dem Boden liegt. Das wäre nicht so lustig. Und ja, die bleiben da doch immer dran hängen und der nette Ulvi, der kennt mich und der weiß, wo da die Baustelle ist. Heute steht wieder auf dem Programm Brust, Trizeps, Bauch und das war's. Ja, vom Training habe ich mir hier so einen kleinen Kickdown zubereitet heute. Ich habe wenig geschlafen, aber dafür habe ich gut geschlafen. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, der mir sehr, sehr, sehr krass geholfen hat. Kalte Duschen. Kalte Duschen nach dem Training oder vor dem Training oder direkt morgens, wenn man aufsteht. Jedenfalls, ja, wenn man ein bisschen weniger pennt und so, dann finde ich, eine kalte Dusche ist das Optimale. Im Winter ist ein bisschen hart, aber bei mir funktioniert das voll gut. Ich weiß, das ist ein schönes Gefühl einfach mit der kalten Dusche. Und dann seid ihr fit, glaubt mir. Einfach nur unter die Dusche, so 3 bis 5 Minuten. Fangt erstmal mit 3 an, ihr müsst ja nicht sofort eiskalt machen. Aber ihr werdet sehen, das bringt echt einiges. Also vor allem so, hätte ich das gewusst vor der Schule, Alter. Da gehst du mit solchen Augen raus aus der Dusche. Du lachst erstmal mega viel, weil du so glücklich bist, dass du gerade den Kälteterror überstanden hast. Und dann bist du voller Energie für die nächste Stunde. Also das ist viel, viel, viel besser als so ein Espresso morgens. Wenn ihr wissen wollt, warum das Ganze so ist, wie es ist und warum ihr dann am Start seid, dann kann ich euch ja Bescheid geben. Was geht? Ja, gerade hier Video machen. Willst du denn irgendwas sagen oder jemanden grüßen? Warte hier nochmal. Ich grüße Tom und Nico. Tom und Nico. Schöne Grüße von Carlos. Gehst du trainieren? Ja. Ja, gehst du mal dem Adrian jetzt ordentlich hier zeigen, wie man trainiert? Ja, auf jeden Fall. Also, der wird's lernen. Wie alt bist du? 15. Schau dich an, 15 fleißiger Junge im Fitnessstudio. Mit 15, da hatte ich meine besten Jahre. Mit 15 habe ich 100 gedrückt. Also, wo bist du jetzt mittlerweile schon? Also Kniebeugen kriege ich 60 stolz hin. Okay, aber du machst sie. Was trainierst du gerade? Willst du was über dein Training sagen? Kniebeugen, dann halt noch Kreuzheben. Wie heißt es nochmal? Für den Muskel, diese Übungen. Beinbeuger. Genau. So, das ist mein Beintraining. Waden, ja. Das sind doch stabil, ja? Stabil, ich aber auch so. Schöne Tretas, ja? Hier. Ich weiß, danke. Hey, trainieren, hart trainieren, Fokus. Und dann sehen wir uns. Noch ein, zwei Jährchen, dann sage ich euch, Jungs, da wichst der Kerl hier euch hier weg. Wir sehen uns. War's gut. Hoppa! Erst wenn ich sage. Schrei. Alter, geht mal. Lass. Keine Sorge, ich hätte schon. Erster gescheiter Satz. Keine Zeit zum Reden. Wir sehen uns. So Leute, Muskelaufbau ist im Prinzip eigentlich ganz einfach. Man muss stärker werden, Leidenschaft reinstecken und dann macht das Ganze Spaß und baut man Muskeln auf. So schwer ist es nicht. Hoppa! Jetzt brauche ich vielleicht Hilfe. Weniger. Verfickte Scheiße, ist mir schwindelig. Der Satz war reingekackt, aber nächstes Mal muss besser laufen. Was soll ich sagen? Wir sehen uns. Verzeiht mir die Aufnahme von unten, Freunde. Aber ich will jetzt auch nicht hier das halbe Gym mitfilmen. Also, willst du nicht laufen, jetzt gerade unsere Runden. Das machen wir eigentlich immer separat voneinander, Kopfhörer auf den Kopf. Und dann einfach nur konzentriert laufen, sich auf den nächsten Satz vorbereiten, das Training vor dem inneren Auge einfach nochmal durchgehen und den Satz zerstören. Das ist einfach wichtig
Das ist meine Motivation, das ist mein Fokus. So gehe ich an die Sache ran. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das Ganze macht. Vielleicht gibt es einen guten Tipp, den ich von euch beherzigen kann. Aber das hier ist meiner. Und wenn ich jetzt die Kopfhörer aufsetze gleich und nochmal ein, zwei Runden laufe, wird mich keiner aufhalten. Das wird niemals passieren. Das heißt, Fokus, Freunde. Das ist wichtig im Training. Letzter Satz für mein Brusttraining heute. Ich weiß nicht, ob Tim danach noch was macht. Ich muss schnell los. Dips, überhart. Gerade nach dem Volumen, das wir wieder trainiert haben, wir haben so viele verschiedene Brustübungen gemacht und viele Sätze. Mir geht es so weit vor, dass so viel Brust wieder belastet wird, dass man da echt... Ich habe gerade beim ersten Satz von diesen Dips am Ende 4 Stück geschafft. Also diesen Kilometer. Wie ihr seht, Tim schafft auch nicht so viele. Ja, ist auf jeden Fall ein richtiger Load. Freunde, das hier waren Gironda Dips. Sieht man meine Brust leider nicht so ganz. Jedenfalls, das sind Dips, aber hier liegt der Fokus eher auf der Brust als auf dem Trizeps. Der Trizeps wird auch mit trainiert. Hier liegt einfach der Unterschied zwischen Gironda Dips, normalen Dips, die Dips, die ich gemacht habe, gerade Kinn auf die Brust, Beine anwinkeln. Ich zeige es nochmal langsam. Hier, weil ich bin gerade am Ende vom Training, Vincent, wir haben bestimmt schon 5-6 Brustübungen gemacht, oder? Ja, habe ich gerade erzählt. Ich bin am Arsch, deswegen zack, erstmal hoch, Kinn auf die Brust, nach vorne kippen und jetzt müsst ihr gucken, wie viel ihr kippen könnt, ja? Jeder Winkel, je größer der Winkel, das heißt, je paralleler ich zum Boden bin mit meiner Brust, wenn ich so bin, wird es extrem schwer, wenn ich aber so hier bin, dann kann ich Dips den ganzen Tag machen, ja? Die gehen aber auf den Trizeps her, nicht so stark auf die Brust. Das heißt, nochmal zum Mitschreiben, zack, Kinn auf die Brust, nach vorne rotieren. Jetzt habe ich wieder gedreht. Meine Schulter macht hier Spaß nicht mehr mit. Schaut mich an, aber... Hier ist auch kein gutes Licht. Dass der Bauch, ihr seht, wie schwitzig ich sehe aus wie ein Psychopath. Aber das ist das Training von heute fast gewesen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Bauch. Wir haben jetzt noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Trizeps, Vincent nicht. Aber ja, hier, das ist die Brust. Die Gänse laufen heiß. Ja, aber ich kann nicht mehr. Erzähl mal du, wie war das Training heute? Heute ist vom Volumen sind wir wieder einen Schritt nach oben gegangen. Ja, also ich bin mal wieder tot, normal, ich hab wieder mega Hunger. Aber ich zeig mal deinen Pump da, du hast auch ordentlich Pump, Alter. Echt? Ja. Oh. Ja, ich hab das Gefühl, dass mein T-Shirt ein bisschen so Arme abschnürt, dass ein bisschen mehr Adern kommen als sonst. Heute? Weil wir heute schneller trainiert haben. Vincent kann das flexen, noch nicht so gut, aber er lernt's. Ich kann es auch nicht wirklich gut, um ehrlich zu sein. Aber ja. Ihr seht auf jeden Fall, langsam läuft es wieder und der Vincent hat auch schon einige Gains gemacht. Ich glaube, das werden wir mal, sollen wir das mal einfach Ende der Woche dokumentieren, wie weit nach vorne du gekommen bist. Aber ich glaube, bei dir hat sich ja schon einiges getan, oder? Bei Maßen habe ich jetzt noch nicht genau verglichen, aber ich denke schon, dass da sich was bewegt hat. Im Kopf, finde ich, ist eh das Wichtigste. Spiegel im Kopf. Okay. Wie lange trainierst du jetzt schon mit mir? 3 Wochen? Ja, das ist Anfang der vierten Woche. Das ist die Anfang vierte Woche. Also wir befinden uns in der vierten Woche. Ernährung haben wir bei Vincent noch nicht viel geändert. Werden wir euch erzählen, warum. Aber das war es jetzt hier. Genug. So Leute, das ist die aktuelle Form. Das ist der Arm. Hier die Ader, die Platz bleibt. Oh. Der Bauch. Trizeps. So, noch einmal Rücken. Nein, machen wir nicht. Das Gym ist zu voll, das ist asozial. Ich drippe mit Sweat, Alter. Wie die netten Hausbeine. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schau, ich will Sweat trainieren.